Hallo und moin moin, heute mal wieder aus der Werkstatt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund. Corona erwischt uns ja noch mal wieder ganz hart, aber es nützt ja nichts. Wir müssen etwas machen an den Autos. Und zwar haben wir hier bei unserem S205 bzw. W205 bei der C-Klasse leichten Wasserverlust. Und wir haben festgestellt, dass die Wasserpumpe leicht leckt. Ich blende das hier gleich noch mal eben ein, dann könnt ihr das sehen. Ich habe das die Tage mal geprüft, indem ich das Kühlwassersystem abgedrückt habe. Und wir werden heute die Wasserpumpe ersetzen. Da nehme ich euch gleich mal mit. Als allererstes müssen wir jetzt gleich erstmal das Fahrzeug aufbocken und das Kühlwasser ablassen. Alles weitere seht ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich! Das Fahrzeug vorne aufgebockt und die Fahrzeugunterbodenverkleidung vorne und das mittlere Teil haben wir entfernt. Jetzt lösen wir den Deckel vom Kühlwasserbehälter, damit gleich das Kühlwasser, was wir ablassen wollen, auch Luft ziehen kann und ohne Probleme ablaufen kann. Jetzt gehen wir erstmal unter das Fahrzeug und dann sehen wir weiter. So, unter dem Fahrzeug haben wir hier vorne, hoppala, da sehen wir es. Gucken, dass wir das Licht da irgendwie hinkriegen. So, da am Kühler mit Beleuchtung, in die Beleuchtung da mal irgendwo rein. So, da haben wir hier ein Ablassloch und hier oben einen Hahn, den wir drehen können, um Kühlwasser abzulassen. Ich mache jetzt Folgendes, ich stecke hier einen Schlauch drauf, auf diesen Anschluss, so, der ist jetzt hier drauf und werde den Schlauch in den Auffangbehälter stecken und muss ich mal gucken, ob wir das so sehen können und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Hahn aufdrehen und dann läuft das Kühlwasser aus dem Kühler. Ach, kann man das sehen? Es ist so schwer hier unterm Auto. Na, da. Den Hahn werde ich jetzt gleich aufdrehen. Da, und dann läuft durch den Schlauch das Kühlwasser in den Auffangbehälter. So, während das mit dem Schlauch natürlich nicht geklappt hat, habe ich jetzt den Hebel hier rausgedreht und das Wasser aufgefangen in der Schale anstatt in dem Behälter. Kommt aufs Gleiche drauf hinaus. So, jetzt geht's oben weiter. Als nächstes werden wir oben erstmal den Ansaugschlauch lösen. Dafür ist hier eine Klemme, um das dort festzuhalten. Und dann kann man den Schlauch hier im Prinzip so runterdrücken. Einmal nach oben drehen, abziehen und beiseite legen, oder wir lösen hier, wenn wir keine Lust haben, das hier die ganze Zeit baumeln zu lassen, können wir diese beiden Halter hier lösen, wo das Kabel mit drauf gesteckt ist. So, und dann können wir den beiseite legen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz, um an die Wasserpumpe zu kommen. So, als nächstes werden wir den Keilrippenriemen lösen. Dafür werde ich jetzt erstmal eine lange Knarre und eine Nuss besorgen. So, ich habe jetzt die lange Knarre besorgt. Eine 15er Nuss. Und wir werden jetzt die 15er Nuss dort auf den Riemenspanner aufsetzen. Und wichtig, nicht nach links lösen, sondern nach rechts. Sonst löst ihr die Schraube. Wir setzen den da jetzt auf. Na, kriege ich das so hin? Oder muss ich das überblenden? Ich blende das eben über. So, jetzt ist die Nuss auf dem Riemenspanner und wenn wir den jetzt nach rechts drehen, seht ihr, geht er nach unten und wir können den Riemen lösen
und dann können wir hier oben den Riemen einfach von der Wasserpumpe abnehmen und beiseite legen und dann können wir ohne weiteres an der Wasserpumpe arbeiten und die Wasserpumpe ausbauen. So, da wir jetzt die neue Wasserpumpe ja schon mal liegen haben, haben wir gesehen, wir haben hier 8 Schrauben, die wir gleich lösen müssen. Oh, fokussieren mal eben. Vorher ziehe ich noch eben den Schlauch ab und löse dann die 8 Schrauben und dann kann man die Wasserpumpe so nach vorne abziehen. Zum Lösen der Schrauben sollte man ein 10er Torx verwenden. Man kann auch eine 8er Stecknuss nehmen. Die sollte auch passen, weil die Schrauben nicht allzu fest angezogen sind. Und dann lösen wir eine Schraube nach dem anderen. Mittlerweile seht ihr, habe ich auch schon den Unterdruckschlauch gelöst. Jetzt löse ich erstmal alle 8 Schrauben. Alle 8 Schrauben haben wir jetzt gelöst. Und jetzt können wir die Wasserpumpe eigentlich nach vorne wegziehen. Hoppala, siehst du, ein bisschen Schwung. Das ist die alte Wasserpumpe. Wichtig ist, dass wir auch die Dichtung, die ist hier noch drauf, mit erneuern. Die können wir nämlich nicht wieder verwenden. Jetzt machen wir noch die Anlagefläche hier ein bisschen sauber, dass wir die neue Wasserpumpe mit der neuen Dichtung da schön draufsetzen können. Die Wasserpumpe ist jetzt eingebaut, die Dichtung, die neue Dichtung ist auch davor. Ihr seht, ich habe hier auch schon wieder den Unterdruckschlauch drauf. Die Schrauben habe ich über Kreuz angezogen, damit der Anpressdruck gleichmäßig ist und die Dichtung sich vernünftig legt. Ja, jetzt kommt als nächstes wieder der Keilrippenriemen drauf. Das Ansaugrohr wird wieder anmontiert und dann wird das Kühlwasser aufgefüllt. Wenn ihr den Keilrippenriemen wieder montiert habt, solltet ihr euch eben einmal prüfen, ob er auch wirklich überall richtig sitzt. Sonst kann es sein, dass er beim ersten Start abspringt. Das ist wichtig, dass er auf jeder Rolle auch mit den Rippen in den Nuten sitzt, bevor ihr den Motor nochmal startet. So, und bevor wir jetzt das Kühlwasser auffüllen, habe ich natürlich unten den Stopfen wieder reingedreht, damit nicht das Kühlwasser, was ich oben reinfülle, unten wieder rausgeht. Wir haben das Kühlwasser mittlerweile umgefüllt und füllen das jetzt wieder ins Kühlsystem ein. Nachdem wir jetzt das Kühlwasser aufgefüllt haben, setze ich das System unter Druck und schaue, ob es noch Leckagen gibt. Das kann ich einmal feststellen, ob es einen Druckverlust gibt oder ob irgendwo dann nachher nochmal Wasser raustropft. Aber im Augenblick sieht alles danach aus, als wenn es dicht ist. An der Stelle hat es ja das letzte Mal, ja, können wir nochmal eben gucken, da kam es ja das letzte Mal raus. Das ist aber mittlerweile alles trocken. Jetzt warte ich eine gewisse Zeit ab und schau mal, ob es dort einen Druckverlust gibt. Jetzt kommt die Sonne raus. Haha, schönstes Wetter. So, die Bodenabdeckung habe ich auch wieder montiert. Kühlwasser ist aufgefüllt. Jetzt werden wir das Auto abbocken, Probefahrt machen und dann soll es das gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr hier meinen Kanal neu entdeckt haben, würde ich mich über ein Abo freuen. Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Fragen oder sonstige Kommentare habt, schreibt sie bitte unter das Video. Ich versuche alles zu beantworten. Bin da immer ziemlich eifrig. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Oldenburg.